Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Und in der letzten Folge hatten wir das Problem, dass wir die Produkte nicht verkaufen können. Das Problem habe ich mittlerweile gelöst. Nur damit ihr auch seht, die Einnahmen werde ich jetzt auf Start klicken und dann werdet ihr oben sehen, dass ja ein bisschen Geld aufs Konto kommt. Nur ein ganz klein bisschen ist aufs Konto gekommen. Das ist aber noch nicht alles. Dann müssen wir eben, gehen wir eben zum Bahnhof, wo wir die Möbel verkauft haben. Der müsste jetzt leer sein. Nee, er ist noch nicht leer. Okay. So, noch ein bisschen vorfahren. Haben wir 3,6 Millionen. Jetzt kommt noch ein bisschen was dazu. So. Dann schicken wir den mal eben zum Hafen. In der Zeit kann ich die anderen Kollegen schon mal wieder einstellen. Die hier noch so rumstehen. Oh, hier ist auch schon was passiert. Sehr schön. Und, ja. Das heißt, wir können jetzt auch in die Ernte gehen. Das ist auch was Schönes. Da freuen sich die meisten ja auch drauf. So, jetzt müssen wir gucken. So, den müssen wir mal hier aufs Feld bringen. Mal gucken, wo hier der Kurseplaypunkt ist. Ach, hier ist er. Okay. Was ich hier noch ändern muss, ist, dass wir hier noch eine Abfahrt vom Feld haben. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Sondern eben schnell hier einen Kurs generieren. Am ersten Wegpunkt soll er starten. So, 9 Meter. Das ist schon mal korrekt. Dann generieren wir hier einen Feldkurs. So viele Wegpunkte. So, 29,32 ist das. So, Kurs speichern, aktivieren. F29. Feldarbeit. So, dann haben wir das auch. Können wir den auch starten lassen. Ich glaube, den muss ich mal ein Stück zurücksetzen. Und stellen wir den wieder ein. Dann kann er hier weitermachen. So, der ist dabei. So, kann man das hier wieder ausmachen. Ah, sehr schön. Er ist schon mal in der Region vom Hafen. So, eben das aus. So, der Fehler lag darin, dass ich die geändert habe. Vergessen habe. Oder ein Fehler es gab in der... Ein Fehler gab es in der XML, so dass ja, die Trigger nicht mehr gefunden wurden. Sehr schön, guck mal, die Kohle, die wir jetzt haben. Oh, geil. So. So, dann würde ich sagen, schickt man den noch einmal zur Schreinerei. Kann er dann nochmal 50 Paletten holen. Mir ist im Moment der Preis egal, Hauptsache wir kriegen mal Kohle aufs Konto. So, Beladepunkt Schreinerei Paletten, da haben wir doch. Sehr schön. Dann hier müssten wir mal. Achso, Moment. So, jetzt können wir auch hingehen. So, Sogunhirse, glaube ich, können wir anpflanzen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, Sogunhirse. Die wollte ich auf die... Ja, eben hier drauf. Sehen wir, was ist besser.
hier unten auf die 66 bringen. Und dann werden wir mal eben hier aus Sugumhirse. Kann man besser hier sehen. Zwiebeln, Pappeln, Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Sugumhirse. Dann war das Feld 66. Ja, Mann. So, Curseplay. Feld 66. Ich glaube, da habe ich noch keinen Kurs fürs Sehen, ne? Nope. So, dann wollen wir mal hier Kurs erstellen machen. Ne, Job erstellen. So, dann müssen wir die Feldposition auswählen. Soll hier aufhören. Und Kursgenerator öffnen. So, 2 Bahn scharf, wunderbar. Kurs generieren. Auch schön. 17,80 Meter. Dann müssen wir den noch einstellen, dass er genau und go. So, hier hatte ich das Wasser aufgefüllt. Habe ich nicht sogar einen neuen Trailer geholt? Man kann mal was gucken. Weil ich meinte, einen Trailer gekauft zu haben, wo wir Tiere mit transportieren können. Genau, da steht er. So, der ist angekommen. Jetzt kümmern wir uns erstmal da. Hä, warum geht das jetzt nicht? Na. Hallo? Wo ist er? Wo ist der Kollege jetzt? Hier ist er doch. Da haben wir doch. So, Rückwärtsgang. Zack, zack. So, dann funktioniert schon noch was anderes nicht. Das sollte jetzt auch gehen. Ach, ich habe jetzt wieder ausgeschaltet. Okay, mal wieder einschalten. Dann gehen wir hier unten auf Produktionen. Schreinerei. So. Schrank. Mann. Schrank. So, auslagern. 50 Paletten. Und jetzt geht nämlich auch das. Kriegt man den jetzt hier zum Hafen? So, dann würde ich gerne mal gucken, was brauchen wir eigentlich neben dem Produktion, und zwar für die Brennerei. Ist auch noch sowas. Ah, die Fischfabrik kostet nur 1,5 Millionen. Okay. Schon mal interessant zu wissen. Gemüsefabrik interessiert mich nicht so. Käserei. Kartoffelfabrik, Ketchup, Mayo, das ist die Marmeladenfabrik, Mehl, hier ist die Mosterei, wo ist die Brennerei? Pelletsfabrik, ist die Raffinerie, hä?
Schlachterei. Textilfabrik. Tischler. Haben wir die Brennerei? Haben wir die ganz vorne? Das ist der Bäcker. Ach, das ist die Brauerei. Hier ist die Brennerei. 2,8 Millionen. Oh, halle Julia, Freunde. Oh, halle Julia. Roggen für. Tja, das ist ja ein Ding, dass die Brennerei so viel Geld kostet. Da muss man dazu noch die Glasfabrik haben. Man muss, ja, dann auch nochmal kostet. 1,5, glaube ich, oder? Ne? Ja, Wahnsinn. Das sind ja. Also da konzentriere ich mich doch lieber hier auf Holzprodukte, weil wir haben ja auch noch die ganzen Wälder. Das darf man auch ja mal nicht vergessen, ne? Also wir haben hier, hallo, so, wir haben einmal hier unten den Wald, der ja auch am Wachsen ist, aber das dauert hier halt noch eine ganze Zeit, bis das hier alles mal ausgewachsen ist. Hier sind wir erst 2 von. Hä? Ja, 2 von 4. Ja. Also hier dauert das noch eine ganze Ewigkeit. Aber wir haben den Wald hier oben und der ist ja riesig. Aber auch hier müssen wir noch bis zum Winter warten, bis wir hier loslegen können. Und dann wird da eine ganze Menge Holz draus entstehen. Und von daher, ja. So, hier haben wir schon mal 400.000 Liter. Die wir doch bitte mal ach toll, was schicke ich denn jetzt hin hier? Gerade am Überlegen. So, wir haben hier unten, hier. Nee, da ist es nicht. Blödsinn. Hab ich die hingebaut? Hier habe ich die hingebaut, ne? Genau, da ist das Heizkraftwerk. So, hier. Dann schickt man da hin. Okay. Oh, er hat die Produkte schon verkauft. Sind nochmal 2,8 Millionen hinzugekommen. Das ist schon mal schick. So. Schick mir einen dahin und von da aus fahren wir dann eben schnell selber darüber. Ach, jetzt geht das hier wieder nicht. All die Weil. Der Punkt hier zu nah ist. Hä? Wieso hat er denn jetzt davor? Hä? Wer ist das auch nicht? Was ist das denn? Da muss er noch mal entlassen. Dann hoffen wir mal, dass es beim nächsten Mal geht. So. Mal eben gucken.
Unser LKW hier ist. Hier ist er fleißig am Steinchen sammeln. Sehr schön. Das ist auch bald fertig. Ne, er hat alle verkauft. Sehr schön. Dann können wir noch mal eine Runde eben das holen. Fahren wir noch einmal dahin. So. Und jetzt müssen wir mal ganz klug überlegen, was wir jetzt noch kaufen. So, erstmal sollten wir vielleicht mal gucken, was drauf ist auf den Feldern, bevor wir die jetzt kaufen. Teilen hier oben drauf. Das ist schon mal Lavendel, das können wir schon mal in die Tonne kloppen. Das andere ist Weißkohl. Was ist denn mit Weißkohl? Aber hier haben wir noch ein Haferfeld, kann das sein? Ist das hier Hafer? Nein, das ist kein Hafer. Was ist das denn? Keine Kartoffeln? Ja, das ist so nicht. Hey. Zwiebeln ist das auch nicht? Was ist denn da drauf? Auf dem Feld hier. Sehr merkwürdig. Hopfen kann halt auch nicht sein. Jetzt hier wieder noch in der Farbe. Weiß ist es auch nicht. Ach, da ist eine Gummihirse drauf. Dann werden wir auch schon mal das Feld hier kaufen. Das ist doch schon mal schick. So, also kaufen wir schon mal das Feld hier. Kriegen wir sogar 15% Rabatt. Sehr schön. So, kaufen. Dann müssen wir das noch düngen. So, dann wollte ich. So, was haben wir hier unten drauf? Moment, war jetzt falsch. Was ist denn dieses helle hier? Für eine Frucht? Hopfen ist es nicht. Roggen. Ja, wenn wir einmal hier das Feld 81 noch kaufen. Ach. Mein Gott, kann nicht sein. So, kaufen. Ja. So. Wie viel Hackschnitzel haben wir eigentlich hier drinne? Oh, auch eine ganze Menge. Wenn ich auch noch einen hier rumstehen. So, und was haben wir hier? Dann würde ich sagen, schicken wir den mal zur Schreinerei. Kann er da schon mal hinfahren? So, hier muss ich noch mal dran arbeiten. Aha, hier ist er jetzt bald fertig mit dem Feld. Wunderbar. Sind wir hier wieder da? Wunderbar. So, dann gehen wir hier wieder hier rein. Und ja, ein paar Schränke verkaufen. Oh, wir haben mal viele Treppengeländer, ne? Ah, komm, lagern wir eben hier die Schränke aus. Und auch schon mal ein weniger fangen. So. Gehen wir mal eben
So, Moment, wenn wir hier runtergehen. So, Hafen. Und tschüss. Der ist auch gerade hier angekommen. Sehr schön. Oha. Sehr schön. Dann können wir nämlich das nämlich auch anschmeißen. Jetzt mal gerade gucken, unter welchem Namen läuft denn das? Ach, unter Heizkraftwerken, ne? So. Hackschnitzel, jawohl, sehr schön. Dann machen wir hier verteilen. Was haben wir hier angestellt? Direkt verkaufen. Oh, hier verteilen. So. Forstgebiet. Wo haben wir das jetzt? Forstgebiet Ost 1. Und tschüss. Achso. Moment. Wir fahren ihn besser auf die Straße. So, der hat hier angefangen zu sehen. Sehr schön. Das ist schon mal gut. Dann gehen wir jetzt mal eben schnell dahin und gucken uns mal eben schnell den neuen Anhänger noch an. Beziehungsweise wir werden jetzt ein paar Tiere nehmen und diese dann in die Hühnerstelle rüberbringen. Dafür brauchen wir einen Hahn und mindestens 50 Hühner. Das ist also ein Mod, das ist also nicht der Standard aus dem LS, sondern der ist gemoddet. Ich weiß jetzt gar nicht von wem. Und da kann man auch mit Hühner transportieren. So, ja. So. So, 4 Monate. Hier haben wir 18 Monate, sehr schön. So, wählen wir die mal aus. So, 50. Okay. So, in Anhänger einladen, ja. So, okay. Dann brauchen wir hier noch einen Hahn. Dann nehmen wir die 5, auch gut. Ja, okay. Jetzt. Drehen wir mal eben hier. So, da sind ja also die 2 Millionen nochmal für die Fuhre für den Schrank. Ist verkauft, sehr schön. Dann fahren wir mal eben schnell runter zu den Hühnerställen. Und werden dann mal den ersten in Betrieb nehmen. Ich weiß ja jetzt gar nicht, wo die Tiere verkauft worden sind. Es gibt ja mittlerweile größere Kuhställe, wo 1600 Tiere reinpassen. Aber ja, die Weide ist riesig, da brauchen wir ein Riesenareal.
Und ja, was soll ich euch sagen? Da sind die Ländereien mir wieder zu kostbar für. So dass ich mich entschieden habe, die dann doch nicht zu kaufen. Sortiermenü öffnen, auswählen. So. Hä? Habe ich jetzt nur ein Tier da drin oder was? Hä? Was ist das denn jetzt? So, auswählen, ja. Wieso kann ich jetzt hier nicht mehr als eins auswählen? Ist ja witzig. Was ist das denn jetzt? Warum kann ich nur einen Huhn auswählen? Ich muss sie jetzt nicht alle einzeln da ausladen, oder ernsthaft? So, gucken wir mal bei den Tieren. Ja, die sind aber gar nicht ausgelagert. Aue, Aue, weiblich, weiblich. Reproduktionsrate 20%. Gesundheit 100%. Also ein Schafsbock. Kann sein, dass da was dazugekommen ist hier. Also hier bei den Kühen ist überhaupt gar nichts dazu gekommen. Oh. Milch müsste ich mal abholen. Das ist aber jetzt merkwürdig. Warum kann ich denn hier nicht die Tiere hier ausladen? So, jetzt gehen wir nochmal hier drauf. So, auswählen. Ja, es geht nicht. So, Tier auslagern. Ja, möchte ich. Tier kann hier nicht ausgeladen werden. Hä? Ist ja mal witzig. Warum geht das denn nicht? Das ist immer wieder witzig. So, jetzt sind wir mal gespannt, ob er die dann hier annimmt. Der Schlachter, oder ob er auch wieder sagt, ne, ist zu alt, nicht gesund genug oder weiß der Geier was. Ah, okay. Tiere transferieren, Tiere transferieren. Ja. Hier hat er sie genommen. Okay. Das heißt. Dann müssen wir mal gucken. So, gehen wir nochmal hier rüber. Und Moment, wo war das jetzt hier? Die Hühnerstelle. Hier waren die, ne? So. Wieso kann ich jetzt hier wieder keine Tiere kaufen? Hey. Hier, Tiermenü öffnen. Ah. So, Küken, Ente. Hä? Will ein Huhn kaufen. Okay, auswählen. So, 50 Stück haben wir hier. Oh, mittlerweile zählt er automatisch hoch. Ich muss nicht die ganze Zeit die Taste drücken. Oh, sehr schön. Wusste ich auch noch nicht, dass das geht. So, 50. Ja, das zu kaufen, ja. Tiere wurden gekauft. So, dann kaufen wir noch 5 Hähne. Auswählen. Aber mit der Maus geht es nicht. Also geht nur über die Pfeiltasten, dass er das automatisch runterzählt. So, kaufen, ja.
Aha. Also muss ich jetzt hier für jeden Stall die einzeln kaufen? Oh Gott, ne. Ich habe gedacht, hätte ich aus den anderen rausnehmen können, aber nö. Wofür? So. Dann müssen wir mal hier rüber gehen. Hä? Halt, stopp. Hier ist noch einer. Hm. So, jetzt. Okay. So, auswählen. Kaufen. Ja. So, dann gehen wir zurück. Gehen zum nächsten. Kaufen erstmal die 5 Cockles hier. Ach, hier. So. Ein paar mehr Eier hier bekommen. So, jetzt kann ich doch hier. So, Huhn weiblich. Warum war mir das jetzt klar, dass ich jetzt wieder speichern muss? Okay. So, 50 kaufen, ja. Dann gehen wir in den anderen Stall auch nochmal zurück. Kaufen da eben unsere. Hühner hier noch. Und dann haben wir das auch schon mal. Ja, also ich werde mich sehr wahrscheinlich wieder melden, sobald es was Neues gibt. Also Geld habe ich jetzt erstmal genug. Ich tendiere aber trotzdem zu der Marmeladenfabrik. Springen wir mal gerade hier hin. Hier ist die Werkstatt. Das muss eigentlich noch hier hin. Weiß ich gar nicht. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier. So, Produktion, nicht Gebäude. Also, die Brennerei ist mir mal definitiv zu teuer. Mal gucken, wo hier die Marmeladenfabrik. Was schon die Glasfabrik? Sieht das hier aus? 1,2 Millionen Glasfabrik. So, Moment, C. So. Moment, da ist eine Einfahrt, hier ist eine Einfahrt. Ach so, aber dafür brauche ich Sand, ne? Hm. Jetzt hier die Marmeladenfabrik, Käserei, Kartoffel, Kiessack, Labor, Malzfabrik. Marmeladenfabrik. Die scheint etwas unkompliziert hier zu sein. Kostet 1,8. Geht die jetzt so schnell? Und jetzt. Ich überlege es mir noch. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Macht es gut, euer Indy und bye bye.